Okay, Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ni no Kuni mit mir Oliver und dem kleinen Dragonios. Ja, fast. In der letzten Folge haben wir hier unseren niedlichen, kleinen, süßen, mega putzigen Drachen gesehen. Tengri, ich will fliegen, Oliver. Ja, und Tengri, ich habe hier gerade übrigens was im Bild. So, jetzt bitte nicht mehr. Meine Güte. Tengri möchte wieder fliegen können, kann es aber nicht, da in unserer Welt, also in Motorwelt, in Olivers Welt, scheinbar irgendein Mensch, Tier, was auch immer, ein gebrochenes Herz hat. Und dementsprechend benutzen wir jetzt den Portalzauber und gehen zurück nach Motorwelt. Und dort werden wir uns umsehen müssen. Es macht hungrig und Hunger macht durstig und Durst macht wieder hungrig. Ja, so schaust du aus, mein Freund. Ich war übrigens noch nie irgendwo... Also, jetzt weiß ich, warum ich noch nie war, weil es da nicht weitergeht. Hm. Okay. Wir könnten... eigentlich zu Phils Werkstatt gehen. Das würde ich mir jetzt irgendwie noch irgendwie einfallen lassen. Oh ja, wenn euch mein Ventilator stört, tut es mir sehr leid, aber es ist so warm heute. Ich brauche den Wind. Ich hoffe nicht, dass man das zu stark hört. Wartet mal, Leute, ich mache den ein bisschen leichter. So, jetzt bläst er vielleicht nicht ganz so stark mehr. Dann hört man es auch nicht mehr ganz so stark. Hi. Wow, eine Tankstelle, das gibt's doch gar nicht. Ach. Ja. Autos werden auch mit Luft betrieben. Mhm. Hallo, du kleine Bulldogge. Dich kenne ich noch nicht mal. Wuff, 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 grrr. Aber mit dem kann ich reden. So. Wo haben wir es denn? Naturverbundenheit heißt es irgendwie. Naturnähe, genau hier. Zack. Wer bist du? Was willst du von meinem Herrchen? Nichts. Aber ich kann jetzt mit den Tieren reden. Das finde ich cool. Hallo? Ich weiß nicht, was mit denen nebenan los ist. Ja, und Myrtle waren... Jerry waren immer dicke Freunde, aber in letzter Zeit kommt er gar nicht mehr nach draußen. Denkst du, ihm ist dasselbe zugeschnitten wie Jerry? Kann ich irgendwie helfen? Okay, also jemand nebenan hat Probleme. Und kommt nicht mehr raus. Und das ist hier, oder? Komme ich von da hinten irgendwie weiter? Nein. Ah, ich kann auf jeden Fall mit dem Hund reden. Ja. Ich will von deinem Herrchen alles, Geld, Macht, das One Piece. Na gut, dann schauen wir erstmal weiter. Das heißt, ich habe noch nicht das gefunden, was ich triggern muss. In die Garage selber. Hi, na, wie geht's? Ja. Hier ist nichts. Außer ein Auto, was fast kaputt ist. Und ja, ich habe übrigens eure Kommentare gelesen mit dem Karottenküchlein. Dankeschön, Jamie, dafür. Das wird mir später sehr, sehr viel weiterhelfen. Aber ich habe leider jetzt gerade noch keine Lust, das zu machen. Deswegen wird es noch ein bisschen sich hinziehen. Wo könnte ich denn sonst noch hingehen? Ich könnte zu Ollis Haus schauen. So groß ist Gott sei Dank Motorwill nicht. Hier irgendwas? Hallo? Na, na, na? Nö. So, was bist denn du, alte dicke Frau? Ja. Ich glaube, die haben alle vergessen, dass vor kurzer Zeit meine Mutter gestorben ist. Die reden mich an. Oh, du siehst ja wieder toll aus. Oh ja, Oliver, dich habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Mhm.
Meine Mutter ist immer noch tot hier. Gut, ich habe vor, etwas dagegen zu machen. Aber ist oben vielleicht irgendwas in meinem Zimmer? Also das hier ist Mamas Zimmer? Wow, das ist bestimmt hart für ihn. Das ist bestimmt echt hart. Ist sie sogar nicht da drin gestorben? Das wäre echt hart. So, das ist mein Zimmer. Schön, dass der Kuchenteller immer noch da steht. Tröpfchen, du bringst auch nichts Sinnvolles zustande, oder? Ja. Nein, das macht er nicht. Also, das Einzige, was ich gerade so hinkriege, ist auf... Ja, ich könnte jetzt noch zu diesem Tante-Emma-Laden schauen. Vielleicht ist da Jerry und sagt mir irgendwas Neues, dass irgendwie ihr Nachbar nicht ganz sauber im Kopf ist und dementsprechend muss ich ihm helfen. Also, gucken wir mal. Da ist sie auf jeden Fall schon mal nicht. Ich schau mal rein. Na, okay. Ich kann mal mit Tommy reden. Vielleicht sagt der mir irgendwas. Miau, du verstehst uns. Wir bitten um Verzeihung für die Unannehmlichkeiten, die wir gestern bereitet haben. Das ist erst gestern her, okay. Danke, dass du uns zu Frau Leila gebracht hast. Oh, das ist schon... Ganz schön. Die Leila denkt sich auch so, okay, ja. Wir stehen in deiner Schuld und werden dir stets zu Diensten sein. Ui, so redet Tommy also. Wer hätte gedacht, dass der alte Knurrkater so geschwollen daher redet, was? Hast du noch irgendwas? Nee. Jetzt nicht im Ernst. Ich soll nach Motorville, aber hab keinerlei Anhaltspunkte. Ja, dann muss ich irgendwie anfangen, random Leute. So, ich rede jetzt random Leute an. Vielleicht sagen die mir irgendwas. Ja. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, was ich großartig sagen soll. Wir laufen durch die Stadt und reden Leute an. Das ist sehr spannend und, abwechslungsreich. Oh nein, mein Autoschlüssel. Autoschlüssel, verflixt. Ich habe meinen Autoschlüssel verloren. Oh weh, das ist mein Autoschlüssel weg. Scheiße, ich kann nicht genug Autoschlüssel sagen. Also, überlegen wir mal ganz kurz. Der Drache will fliegen. Dementsprechend denke ich, dass es der Seelenverwandte auf jeden Fall irgendetwas mit etwas zu fliegen zu tun hat. Wie ich dazu komme, keine Ahnung. Was ist in Motorville, was sich irgendwie nach Fliegen anhört oder Fliegen aussieht? Olli kann nirgends lang gehen. Das finde ich so super cool. Nicht mal da über die Straße kann er. Das geht über seinen Horizont. Ich kann nur auf dieser Straßenseite laufen. Kann ich hier rein? Nein. Das Einzige, wie gesagt, ist Phils Werkstatt, wo ich noch nicht war. Ich schaue jetzt doch nochmal zu Phils Werkstatt. Was ist denn hier unten? Oh, hallo, kleines Mädchen. Kommentieren ist einfach... Aber es ist die schön... Blablabla. Und du? Großes Mädchen. Wow, wow, wuff, wuff. Was ist los, Junge? Er bellt irgendwas hinter dir an und sagt mir nicht... ja. Vielleicht kann ich hier mit Naturnähe arbeiten. Nein, nichts passiert. Ich könnte hier aber mal schauen, ob ein Medium funktioniert, wenn der sagt, ob es ein Geist ist. Mein Gott. Gewährt dem Zauberer Einblick in die Vergangenheit eines einstmals geliebten Objekts und seines Besitzers. Wann habe ich das bekommen? Mag ich mal Vertraute rufen? Vielleicht kann ich hier, wo haben wir es denn? Na, okay. Nichts passiert. Okay. Dann nochmal zu Phils Werkstatt.
Ich denke, dass vielleicht dieser Gedanke gar nicht mal so falsch sein würde. Wahrscheinlich ist das vollkommen falsch und ich muss wieder zu Cherry. Keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung. Ah, Phil's Workshop. Ich konnte auch nicht rein. Hoppla. Was? Wir würden cooler besser, wenn... Was mit Handy los ist? Muss ich jetzt echt? Wenn das wirklich der Fall wäre, dass ich zuerst zu Kublai muss, dann in meine Welt gehe und dann irgendetwas passiert, dann aber gnade euch Gott. Also nicht euch, sondern diesen, den Spieleentwicklern. Denn das wäre das total dämlichste ever. Kublai. Tatsache. Nun, Gott ist herausfinden, was meinem einst so mäßigen Drachen in einen derartigen Duckenmäuser verwandelt hat. Nun, wir haben den Verdacht, ja. Dann schlage ich vor, ihr sucht einem Heilmittelfee. Ich zähle auf euch. Oh, hier ist noch etwas, damit ihr unterwegs nicht drauf geht. Ui, ist das eine Leckerei für die Elo. Ach, Veränderung, ne? Das ist korrekt, mein Junge. Ich habe gesehen, dass du mit Vertrauten kämpfst. Und die sahen mir ein bisschen schwächlich aus. Ist ja kein Wunder, dass der Rote euch beinahe weggebrutzelt hätte. Hatte auch nur einer deiner Vertrauten diesen Tropfen verspeist und die höchste Entwicklungsstufe erreicht, hättet ihr den mit links geschlagen. Wir haben ihn auch so mit links geschlagen. Ah ja, genau. Sehr gut, Treffchen. Moment, wir haben den doch mit links geschlagen. Ich bin nicht mal in Schwitzen ge... Treffchen, vielen Dank, Captain Kublai. Ich bin noch nicht fertig. Jede Kreatur kann beim letzten Evolutionsschritt zwei unterschiedliche Formen annehmen. Welche bestimmst du? Verstanden? Gut. Wenn du schlau bist, verwendest du sämtliche Tropfen, die du finden kannst. Und wenn du keine findest, stellst du sie einfach selbst her. Oh, danke schön. Wow, eine neue Formel. Danke. Also gut, Olli. Tropfen und Vertraute sind ja ganz interessant. Aber unsere Hauptaufgabe ist jetzt erstmal Tengri, nicht wahr? Ja, du hast recht. Wir müssen nach Motorville und... Ja... Wir müssen nach Motorville. Danke, Tröpfchen, dass du es mir jetzt sagst, dass wir zuerst mit dem Captain reden müssen. Falls ihr das gehört habt, das war meine Facebook. これは想定外ではありませんかな、ジャボー殿。おっしゃる通り、あの杖は彼らの手に渡らぬよう、私が消し去ったはず。よもや別の時代で手に入れようとは。そういえばシャザール、あなたが使ったでしょう。過去と交信する術を。まさか。 過去に飛ばされた救世主たちと接触したというのです。あり得る話よ。奴らに組みして私に何の得がある。それに救世主の始末、彼に一任していたはずだよ。皆様どうかご心配なさらず、策は幾重にもございます。二の国を 滅びへ導く執行者として責務は果たしてまいりますと。いずれにせよ、奴らのグラディオンは魔石の力を失った不完全な状態。我らの杖とは比べようもないほどに弱い。ほう、お詳しいですな。確か失われているのよね。 魔導の杖が持つべき魔力の源。そう、魔石の力だ。故に奴らは必ず魔石を求めるだろう。止める手立てはあるのですかな。グラディオンの魔石、かの魔導をあかつて三人の従者に守らせた。彼らを長き眠りより目覚めさせるというのはいかがですかな、女王。 任せよ。では。
漆黒の魔導士彼らはお前に託すことにしようなるほどそれは心強いさらなる力魔石を守護せし魔導を受け僕三重者だ Und warum gibt er Schala die Macht? Weil er eh weiß, dass er verkacken wird. So. Auf geht's, Olli. Wir müssen Tengris Seelenverwandten finden. Kennst du irgendjemanden, der dich an den großen fliegenden Drachen erinnert? Du meinst, jemanden Drachenartigen? Komm schon, Mann. Du kennst doch jeden in der Stadt, oder? Wenn dir keiner einfällt, kannst du doch rumfragen. Ja, jetzt ist das endlich getriggert. Oh, geil. Jerry, dich habe ich vorher gesucht. Du warst aber leider nicht da, weil ich vergessen habe, zum Captain zu gehen und ein simples, dummes Gespräch zu triggern. Oh, hallo, Oliver. Hallo, Jerry. Lange nicht gesehen. Wie ist es so, für Frau Layla zu arbeiten? Ich liebe es und ich werde immer besser. Ich kenne Namen und Preis von allen Artikeln im Laden. Sehr beeindruckend, junge Dame. Oh, übrigens, ich bin Sven. Ich rede nicht gern darüber, aber ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, diese armen Kinder hier zu beschützen. Man könnte mich ihren Hüter nennen. Du weißt, dass sie dich nicht hören kann, oder? Was ich immer noch nicht verstehe, warum kann Cherry sie plötzlich nicht mehr hören? Sie hat definitiv Tröpfchen beim ersten Treffen gehört. Kann natürlich sein, dass es an ihrem gebrochenen Herzen, beziehungsweise dem gebrochenen Herz... Na, sie hatte auch ein gebrochenes Herz, ja. Oder? War das nur der Vater? Ich glaube nur der Vater. Ich glaube, ja. Egal, wurscht. Wie bitte? Leute aus dieser Welt können uns weder hören noch sehen, du Dummerchen. Dieses Mädchen ist meine Seelenverwandte. Siehst du das nicht? Ja, jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch auf. Ja, Mann, die sehen sich total ähnlich, oder? Die benehmen sich aber nicht gleich. Zum Glück. Hey, was soll das denn heißen? Oliver, kannst du Stimmen hören? Nein, ich kann nichts hören. Seltsam. Hey, willst du wissen, wie die mich in der Stadt mittlerweile nennen? Die Leute nennen mich jetzt Milchmädchen. Das ist ein bisschen peinlich, aber irgendwie mag ich's auch. Das ist super, das ist echt toll, Jerry. Ich kann nicht glauben, wie sich für dich alles zum Besseren gewendet hat. Du meinst, dass die mich nicht mehr neugierige Ziege nennen? Ja, ich denke, es hat sich einiges gebessert. Ja. Ach, bei dem Hund war ich auch schon. Hallo, Hund. Uffgr. Oh, das ist ein bösartiger Hund. Seltsam. Irgendwie kommt es mir so vor, als würde ich ihn von irgendwo erkennen. Aber ist er nicht süß? Nein. Hey, Khan. Bist du wieder ausgebüxt, Schatzi? Schatzi? Hey, der Hund, das ist... Richtig, das ist Dannys Hund. Du weißt schon, Danny, mein Nachbar. Die gehen immer gemeinsam Gassi. Naja, ich denke kaum, dass man das als Gassi gehen bezeichnen kann. Sobald die Schule aus ist, rennen die beiden überall in der Stadt rum. Aber ich habe Danny in letzter Zeit nicht gesehen. Obwohl du nebenan wohnst? Das ist seltsam. Ja, oder? Ich weiß immer, wenn er das Haus verlässt. Ich höre ihn lachen und rufen. Zumindest bis vor kurzem. Du meinst also, dass er nicht mehr rausgegangen ist? Ja, vielleicht ist es so, wie ich es war. Mist, du meinst also, dass wir die neugierige Ziege geheilt haben, uns aber dafür jetzt um Stubenhocker Nummer 2 kümmern müssen. Na toll! Stubenhocker? Tröpfchen. Was denn, Mann? Ich dachte, dass sie mich nicht hören kann. Weswegen bist du denn so aufgedreht? Ich denke, er will uns etwas sagen. Hä? Kann? Was kann der schon von uns wollen? Sieht so aus, als hätten wir wieder einen neuen Fall für den heldenhaften Zauberer, der mit Tieren reden kann. Mach dich nicht über ihn lustig. Oliver, ich weiß, dass wir nach Tengris Seelenverwandten suchen, aber bitte, können wir mit Khan sprechen? Klar, hören wir uns, was er zu sagen hat. Oi, da redet halt nicht so viel. Oh. Nur einen Moment. Jerry, ich muss Khan fragen, was los ist. Das ist auch überhaupt nicht seltsam, wenn du das zu einem Menschen sagst. Ich meine, ich muss gucken, ob er uns irgendwelche Hinweise geben kann, weil du weißt ja, er ist Dannys Haustier und so. Halt die Klappe, Mann. Du machst es nur noch schlimmer. Du bist manchmal schon sehr seltsam, Oliver.
Aber egal, ich muss den Laden öffnen. Wir sehen uns. So. Achso, ich muss erst den Zauber machen. Naturnähe. Warum hast du mich nicht so? Wie oft muss ich das noch sagen? Mein Herrchen, er hat Schwierigkeiten. Mist, das klingt ernst. Oh, jetzt hörst du endlich zu. Ich muss ihn anders sprechen. Das ist ein Boxer. Und du kannst uns sehen? Oh, klar kann ich das. Ihr seid auch schwer zu übersehen. Warum hört ihr denn einmal zu? Klar, er kann uns sehen, weil Tiere empfänglicher sind und so. Oh, wir haben schon zugehört, Hundi. Wir konnten nur nichts verstehen, bis Oldi den Zauber gewirkt hat. Hä? Na, du hast so wütend ausgesehen. Wir mussten einen Weg finden, mit dir zu reden. Du hast uns doch was mitzuteilen, oder? Kahn, Schnucki? Schnucki? Oh, Entschuldigung. Ich meinte Herr Kahn. Doofe Menschen. Wie auch immer. Ich erzähle es halt dann nochmal. Mein Herrchen Danny ist der beste Sportler, den diese Stadt je hatte. Und ich bin sein bester Freund. Der König der Hunde nennt mich Kahn. Ich könnte schwören, dass ich jemanden kenne, der genauso redet wie du. Genau, deshalb habe ich gerade auch gedacht. Tatsächlich. Sieht kann ich ein bisschen aus wie jemand, den wir kennen? Herr Kahn. Oliver. Aber ja, ich hatte auch das Gefühl, dass... Wer zum Geier soll das denn wieder sein? Ja. Kublai! Ja, natürlich. Wie konnten wir das nur übersehen? Schaut euch doch bloß deinen Gesichtsausdruck an. Ha, könnte fast der Kopf vom Piratenhaini auf einem anderen Körper sein, wenn man genau hinschaut. Olli, du Adlerauge. Er redet auch genauso. Irgendwie raubbeinig. Ganz schön lustig, oder? In unserer Welt... Oh, wieso reden die so viel? Das interessiert doch keinen. In unserer Welt hält sich Kublai Drachen, aber das hier ist ein Haustier. Hey, meinst du das... Was, Mann? Spuck schon aus. Tengris Seelenverwandte, könnte das Danny sein? Wie kommst du darauf? Sieht er aus wie ein Drache oder so? Oh, ich verstehe. Kublai und Tengris stehen sich schon recht nah. Also ergibt Sinn, dass Kahn eng mit Tengris Seelenverwandten befreundet ist. Genau. Aber das heißt auch, dass Kublais Haustier in dieser Welt sein Herrchen wäre. Vertauschte Rollen, was ein Klassiker. Lasst es Gekläffe und hört mir zu. Oh, tut mir leid, Herr Kahn. Hör jetzt zu! Gut. Bis vor kurzem habe ich mein Herrchen und ich ständig miteinander trainiert. Ja, das habt ihr. Alter Olli, bitte red doch nicht bei jedem Satz mit rein. Ja, natürlich hast du das. Wir haben daran gearbeitet, unseren Traum wahrzumachen. Den Traum meines Herrchen, an den Landesmeisterschaften teilzunehmen. Du hast ihm beim Training geholfen? Das habe ich doch gerade gesagt! Ja, genau. Bitte haltet einfach die Fresse und lasst ihn reden. Danke. Jedenfalls hat er es nicht ins Läuferteam geschafft. Naja, niemand hat gesagt, das Leben sei einfach. Fresse halten, ne? So. Aber er hat nicht aufgegeben. Mein Herrchen, doch nicht. Er hat einfach noch härter trainiert als je zuvor. Fresse halten, ne? Aber dann ist es passiert. Die ganzen Zwischenszenen hätte man echt rausnehmen können. Das wäre total dämlich. Das ist... Egal. Ich ärgere mich über irgendwas, was ich nicht ärgern sollte. Ne, egal. Vielleicht hat er zu hart trainiert. Vielleicht habe ich nicht gut genug auf ihn aufgepasst. Er hat sich verletzt, oder? Hat er deshalb aufgehört, rauszugehen und zu trainieren? Ich dachte nicht, dass es etwas Ernstes wäre. Ich dachte, das wird schon wieder. Und als ich gemerkt habe, war es zu spät. Da steckt er dahinter. Oh, er hat die Zuversicht verloren. Er war so überzeugt davon, dass er nächstes Mal ein Ziel verschafft. Und dann war alles anders. Hey, ich wette, dass er ein gebrochenes Herz hat. Kann sein, Olli. Kann echt sein. Ja, dann geht hin und heilt es. Das wird auch erklären, warum Tengri nicht fliegen kann, oder? Dann müssen wir ihm helfen. Herr Kahn, können Sie uns mal Herrchen bringen? Gut, du denkst, du kannst ihm helfen? Trottel, er war bei den besten Ärzten und sie konnten nichts tun. Warum solltest du das können? Das ist nichts, was ein Arzt reparieren kann, Mann. Es sei denn, es ist sein Herz. Das ist nämlich gebrochen. Und wir sind nun mal Profis, wenn es um gebrochene Herzen geht. Herr Kahn, Sie müssen uns vertrauen. Ich glaube, dass wir Danny helfen können. Na gut, aber wenn ihr ihm wehtut, werde ich eure Knochen im Garten verbuddeln. Du kennst unser Haus, oder? Ich warte dort auf euch. Halleluja! Naja, immer dasselbe. Nun, ich denke, dass es vielleicht nicht schaden könnte, wenn uns Kublai in dieser Welt auch einen Gefallen schuldet. Ich verzweifle. Ich verzweifle langsam. Wirklich heftig. Das ist nicht mehr normal. Leute, diese Textboxen, ist mir am Anfang nicht aufgefallen, bis es mir
Antipathie, also Daniel, mir gesagt hat, dass es absolut unnormal ist, wie viele Textboxen es ist. Und seitdem er es gesagt hat, fällt es mir immer heftiger auf. Das ist wirklich 150 Textboxen auf eine Szene, die man auf 20 Textboxen verkürzen hätte können. So, weiter geht's. Du bist doch hier, Oliver? Hat der Khan irgendwann Hinweis geliefert? Und das hat er wirklich. Schlechte Neuigkeiten, Jerry. Danny ist krank. Oh nein, das ist ja schrecklich. Davon wusste ich gar nichts. Warte, hast du wirklich mit Khan gesprochen? Ich habe einfach herausgefunden. Es ist schlimmer als das. Ich glaube, dass auch sein Herz gebrochen ist. Ich muss ihm helfen. Ich muss ihn heilen! Entschuldigung, Jerry. Du hast keine Ahnung, wovon ich rede, oder? Vielleicht nicht, aber ich glaube an dich. Du hast Magie benutzt, um mich zu heilen, oder? Ja. Hey, Oliver, kann ich mitkommen? Danny und ich waren gute Freunde. Und als ich das Haus nicht verlassen konnte, habt ihr mir so sehr geholfen. Vielleicht kann ich euch dieses Mal helfen. Nein, bitte geh nicht mit. Du bist wieder eine Person, die noch mehr Textboxen verursacht. Ist schon okay. Danke. Sie ist ein liebes Mädchen, oder? Hihi, natürlich ist sie das. Sie ist meine Seelenverwandte. So. Jerry, geh aus dem Weg. Danke. Ich kann mich wieder bewegen. Das ist ein Vorteil. Also nichts gegen das Spiel. Das Spiel ist wirklich toll und ich liebe es, in Spielen zu trainieren. Ich liebe Rollenspiele, in denen man trainieren kann. Aber ganz ehrlich, mit den Dialogen haben sie es vollkommen übertrieben. Und nicht nur ein bisschen. Sondern wirklich vollkommen. So. Hi. Es ist das Haus Ihres Herrchen, oder, Herr Khan? Ja, aber ich kann euch nicht weiter als hierher bringen. Und er kann uns nicht sehen, oder? Es sieht aus, als wärst du der Richtige für den Job, Olli. Sicher. Sind Sie sicher, dass er da drin ist? Natürlich bin ich mir sicher. Es ist ganz allein da drin. Kannst du nicht Magie benutzen, um aufzumachen, Mann? Ich werde ihn für dich rufen. Es ist das Mädchen von eben, Mann. Danny, bist du da drin? Danny, ich bin's, Jerry, kannst du mich hören? Wuff, 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 go. Jerry, bleib zurück. Was ist das? Nicht schon wieder. Nicht so ein verdammter Albtraum. Jetzt geht's ab. Dennis Albrecht, ohne jede Zuversicht. So, dann machen wir den Albtraum hier noch platt und in der nächsten Folge werden wir dann mit Danny reden. Schauen wir mal, was Lily so an ihm ausrichten wird. Okay, nicht so viel. Ich muss nur wieder aufpassen, denn die lilanen Kugeln können wieder böse werden. Ausweichen, Verteidigung. Nein, das war doof. Aua! Ich werde meine innere Stärke erstmal benutzen, denn Lily hat die Fähigkeit, einen Angriff zu powern. Und dementsprechend macht er jetzt mehr Schaden. Und das bringt mehr als, sage ich mal, irgendwas anderes, denn ausweichen! Wieso dauert das so lange? Okay, Lily kann nichts tun. So, Lily, könntest du wieder aufwachen? Allgemeine Abwehr. Ich möchte jetzt bitte aufwachen. Danke! Und jetzt ist leider der Buff ausgelaufen. Wunderbar! Hat er eigentlich ganz schick gemacht, der Junge. So, ich werde mal ganz kurz auf Olli wechseln und werde Sven heilen. Übrigens wäre es vielleicht gar nicht mal so unpraktisch, schauen, ob ich mit Sven einen solchen Schuss aufliefern kann.
Okay, fehlgeschlagen. Keine Auswirkungen. Das heißt, vergiftet wird er nicht können. Schauen wir mal, was wir mit Schnappstoß machen können. Fehlgeschlagen. Der Albtraum trägt nichts bei sich. Okay. Dann, Oliver, deine nächste Sache ist erstmal einen kleinen Feuerball auf ihn zu hauen. Allgemeine Abwehr, verteidigen. Okay. Dragolein. Deine Fähigkeit. Ich probiere mal Geisterhauer. Schaffereisende sausen durch die Lüfte und fügen also einen physischen Schaden zu. Wow! Drago, super! So, verteidigen. Ich hab verteidigt. Wieso hat verteidigen nicht funktioniert? So, na gut. Fragt mich bitte nicht warum. Sven. Verteidige. Okay. Ich habe zwar keine Ahnung, ob es funktioniert. So, komm her. Ich hau dich jetzt. Ausweichen. Okay. So. Erstmal ihn auf mich auflenken. So, ich muss Esther heilen. Zack. Und ich muss Sven ebenfalls heilen. Esther schläft, das ist spitze. So, Lilly. Hau drauf. So, erstmal weg von ihm. Verteidigen. So, jetzt bin ich mir definitiv sicher, dass ich verteidigt habe, ne? Was zur Hölle? Ich verstehe es nicht. Also entweder geht es durch meine Verteidigung durch... Oder ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht, Leute. So. Ich werde auf Sven umwechseln. Was macht er eigentlich? Okay, er macht so wahnsinnig viel Schaden. Ich werde wieder auf Olli gehen. Verteidigen. Ja, jetzt hat es funktioniert. Aus einem mir nicht erklärlichen Grund, aber scheiß drauf. So. Zauber. Mal kurz auf ihn gehen. Und wieder Lilly rausholen. So, ich muss mich auch mal heilen, denn sonst habe ich ein Problem. So, verteidige. Nein! Hey, dieses schwarze Schauern ist so dumm. So, Olli. Super. Na dann, ist er. Wo haben wir denn unsere Phönix wieder? 15 Stück. Für was haben wir sie denn? So. Und zwar werde ich jetzt noch was... Dürfte ich mal wieder mehr machen. Taktiken. Nein, Taktik brauche ich nicht. Ich brauche Proviant. Hier. Und zwar möchte ich ihr... 10 MP, 30 MP möchte ich ihr wieder geben. So. Wechsel auf Oliver. Einmal Linda in der Hand. Verteidigen. So.
Sven kann nicht verteidigen, weil er schläft. Aber wenigstens Esther hätte verteidigen können. Meine Güte, ich hab doch... Egal. So. So. Einfach weiter angreifen. Einfach weiter angreifen. Genau, das tut gut. Das ist schön. Komm her, komm her. Okay, Lilly, das war wohl nix. Dann gehe ich jetzt auf Sven über und er wird... Doch, er wird Ryu benutzen. Und kann mit Wasserbomben angreifen. Komm, weiter, Wasserbomben. Auch wenn er nicht die Welt an Schaden drückt, es ist wenigstens ein bisschen was. So. Ich verteidige. Das war gut, Leute. So, ganz kurz mich heilen. Und hier Lilly. Ja, viel Leben hat er nicht mehr. Dementsprechend ist er tot. Noch eine Lila-Essenz eingesammelt, Luffy. Nicht Luffy, Lilly. Weil du es einfach kannst. So. So ein bisschen Projektilschuss hat er gelernt, okay? Das finde ich schick. Gut, aber Leute, das war's erstmal mit Let's Play Ni No Kuni für heute. In der nächsten Folge werden wir dann Danny retten und wahrscheinlich noch sehr, sehr viel mehr Textboxen lesen dürfen. Wuhu! Bis zum nächsten Mal. Ciao.